Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf SimonTube. Und zwar geht's um Police Tactics Imperio. Vielen Dank nochmal auf dem Wege an gamesplanet.com, unseren Partner, der uns hier den Key zur Verfügung gestellt hat. Übrigens könnt ihr das Spiel auch günstig erwerben. Link ist unten in der Beschreibung. Aktuell gibt es noch ein paar Prozente drauf. So, wir fangen ein neues Spiel an. Es wird dann angespielt, also wir machen erstmal 5 Folgen. Und ihr entscheidet dann quasi mit, ob das Ding weiterlaufen soll oder nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal Deutschland. Wobei ich jetzt noch nicht mal weiß, was das für eine Auswirkung hätte. Ja. Würde erstmal auf leicht gehen, gerade wenn wir jetzt hier angespielt machen, soll es ja auch funktionieren. Wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Vor 20 Jahren versuchte die kriminelle Organisation Imperio, die Kontrolle über unsere Stadt zu ergreifen. Und fast erreichte sie ihr Ziel. Durch jahrelange harte Arbeit und Anstrengung besiegte die Polizei diese monströse kriminelle Organisation. Der Leiter der Organisation wurde jedoch niemals gefasst. Trotz des Untergangs des Verbrechersyndikats bestand daher weiterhin die Gefahr, dass Imperio wieder aus seinem Grab herauskriecht. Wie in einem schlechten Horrorfilm. Die nachfolgende Liquidation von John Croft, des Inspektors, der die Operation gegen Imperio führte, verstärkte die Besorgnis, dass das Syndikat zurückkehren könnte. 2 Tage nach dem entscheidenden Schlag gegen das Syndikat wurde Croft erschossen außerhalb der Stadt gefunden. Aber es gab keine Beweise, welche die Ermordung von John Croft mit Imperios Gangstern verbinden würden. Die meisten von ihnen wurden zu dieser Zeit schon verhaftet oder waren aus der Stadt geflohen. In den letzten 16 Jahren lebten die Einwohner unserer Stadt in relativer Sicherheit, in einer eher gewöhnlichen Stadt. Die organisierte Kriminalität hat sich in geringem Maße wieder verbreitet, aber nicht annähernd so bedrohlich, wie es Imperio war. Von Zeit zu Zeit breiteten sich Gerüchte aus, dass Imperio wieder aktiv ist, meistens als ein Kapitalverbrechen ungelöst blieb. Glücklicherweise waren diese Befürchtungen unbegründet. Bis zum Tag, an dem das Wohltätigkeitsbankett für GOK, der Stiftung gegen organisierte Kriminalität, stattfand. Okay. Und deshalb begrüßen Sie bitte mit mir Herrn Bürgermeister Peterson. Dankeschön, Herr Polizeichef Rees. Ich freue mich, dass so viele von euch entschieden haben, die neu initiierte Stiftung GOK zu unterstützen. Mit Ihrer Unterstützung und der Stiftung werden wir die organisierte Kriminalität so effektiv wie nie zuvor bekämpfen können. Diejenigen von euch, die vor fast 20 Jahren Imperius brutale Krallen gespürt haben, werden sich daran erinnern, wie rücksichtslos und gewalttätig das Leben in unserer Stadt gewesen ist. Aber das hat sich geändert. Rufen Sie einen Krankenwagen! Oh mein Gott! Das ist eine Tragödie. Es scheint, dass Polizeichef Rees erschossen wurde beim Versuch, Bürgermeister Peterson zu schützen. Tja, das ist natürlich tragisch. Gerade wo sie dachten, die sind sicher. Aber jetzt sind wir ja da. Und werden in die Stadt wieder Recht und Ordnung bringen. 20 Jahre nachdem sein Vater John Croft durch die Folgen der Imperio-Krise getötet wurde, wird Harvey Croft zum nächsten Polizeichef unserer Stadt ernannt. Nach den tragischen Ereignissen während des letztwöchigen GOK-Abendessens, bei welchem Polizeichef Rees getötet wurde, während der Bürgermeister Peterson vor dem Attentatsversuch schützte... Herr Croft, Dukar hier. Smith wird die Tour durch den Bezirk Innenstadt mit Ihnen machen. Unser Hauptsitz befindet sich zwischen all den Geschäften und Bars, Clubs und Kinos. Mit all der Polizeipräsenz gab es dort eine niedrige Kriminalitätsrate. Natürlich gibt es nachts gelegentliche Schlägereien, meistens zwischen Betrunkenen. Vor kurzem hat ein Typ namens Tony Verone unsere Aufmerksamkeit. Ich finde die Betonung so ein bisschen bedrohlich irgendwie. Obwohl er uns ja eigentlich eher zur Seite stehen soll. Sein Geschäftsbereich umfasst Bestechung, Überfälle und Einschüchterung der Geschäftsinhaber. Okay, ich denke mal, es ist in eurem Sinne, wenn wir einfach das mal überspringen. Ansonsten macht es mal auf Pause, könnt ihr das mal weiter durchlesen. Aber wir wollen ja auch nochmal anfangen mit dem Spiel.
Das sind jetzt hier die Grundlagen, die uns dann beigebracht werden. Ne? Ich lese jetzt mal nicht alles vor, sondern es ist hier Standard. Vor, zurück. Man kann jetzt auch A und D nehmen. Ich gehe jetzt einfach mal an die Kanten vom Bildschirm. Und wenn ich jetzt die rechte Maustaste gedrückt halte, kann ich dann hier das Ganze nochmal drehen. Und mit dem Mausrad rein und raus. Wer früher mal C und C gespielt hat, keine Ahnung, der ja. Kennt das noch. Also wenn man jetzt hier Truppen auswählen möchte, zieht man den Balken drumherum, drückt dann STRG und 1 und somit habe ich jetzt die erste Truppe erstellt. Die übrigens dann hier unten sieht man untätige Trupps, die kann man dann anwählen. Wenn ich jetzt hier irgendwo anders gerade bin, zu Diensten. Warte mal, die muss hier das mal. So, und ich nehme dann die Truppe 1. In Bereitschaft. Mit 1 ist angewählt. Kann ich einmal sehen, wer ist da überhaupt drin? Wie viele Leute sind da dabei? Wie sind die spezialisiert? Summe der Vermittlungskompetenz. Summe der. Achso, okay. Also man sieht hier, die sind völlig auf Streifendienst, ne? Und jetzt drücke ich die Leertaste, dann zentrieren die sich. Zack, dann weiß ich, wo die Jungs sind, ne? So. Die sollen jetzt hier ins Polizeiauto. Nehme das Fahrzeug. Und man kann sich hier auch schön reinzoomen. Also bisher, ich habe es mal kurz angespielt. Es macht mir wirklich Spaß. Ich bin echt gespannt, ob das so bleibt. Und vor allem ist das Spiel relativ günstig. Könnt ihr auch beziehen über unseren Partner, hatte ich ja schon erwähnt. Und wir gucken uns jetzt hier mal diese strategische Karte an. Hier bin ich halt nochmal eine bessere Übersicht. Da sieht man genau, wo stehen meine Truppen, wo ist wer unterwegs? Und hier sieht man jetzt auch die rot markierten, da ist das Sicherheitsgefühl der Bürger nicht so hoch. Die grünen, da ist alles in Ordnung. Und deswegen müssten wir hier jetzt dann nochmal eine Streife fahren lassen quasi. So, gehen wir jetzt nochmal raus. Und gehen jetzt hier mal ins Streifendienstmenü und sagen dann hier neue Streifenstrecke erstellen. Jetzt muss ich mir noch aussuchen, also ich kann mir hier einen Namen aussuchen, ne? Ich mache das mal. Streife. Was nimmt man eigentlich für Fahrzeug für eine Abkürzung? Also Streife 1 auf jeden Fall und dann. Gibt es aber der Polizei einen bestimmten Namen für die Autos, dass man so als Abkürzung für die PKWs? Wenn ihr das wisst, gerne mal einen Kommentar schreiben. Der hat nämlich einfach ein F, oder? Für Fahrzeug. So, oder PKW. PKW. Gut. Dann geht es hier weiter mit dem nächsten Schritt. Das hat mich am Anfang verwirrt, aber ich wusste jetzt auch nicht, hä, wieso geht es nicht weiter? Müsste also dann wirklich erstmal hier noch einen Sprung weitermachen. Jetzt drücke ich hier unten auf Start für die Wegpunkte und erstelle dann, wo er halt jetzt Streife fahren soll. Na, die Punkte. So, und sage ich mal hier. So. Das dann nochmal hier lang fahren. Ja, ruhig eine größere Runde. Ich meine, ich habe immer ein Auto dabei. Bei einer Fußstreife sieht das dann vielleicht schon wieder anders aus. Ich würde auch hier mal rumfahren. Das ist bestimmt auch eine beliebte Ecke, wo es Kriminalität gibt. So. Und wenn ich die letzte erreicht habe, dann drücke ich Rechtsklick und er geht dann wieder zum Ausgangspunkt halt zurück. Jetzt kann ich mir hier nochmal die Wegpunkte angucken. Könnte mich hier nochmal ranzoomen oder auch einen wegnehmen, also oder ändern. Und wenn alles in Ordnung ist, dann sage ich halt hier mit dem Haken, hey, das gefällt mir, machen wir so. So, jetzt nehmen wir das Polizeiauto. Bereit. Und müssen dem natürlich auch noch zuweisen zu der Strecke. So, die erscheint jetzt hier unten, ne? Wenn wir jetzt mehrere Streifen, wird ja später so sein, dann kann man sich die hier auswählen. Hier sieht man auch, okay, da sind zwei Polizisten drin mit dieser Kompetenz. Ich weiß es leider nicht, wie die heißt, sehen wir ja später eh nochmal. Und wählen jetzt hier das aus und jetzt sieht man, die setzen sich in Bewegung und fahren jetzt halt diese Route ab. Ja.
So, achso, hier kann ich nochmal die Ansicht dann, wenn ich jetzt hier bin, muss ich erstmal das Auto abwählen, warte mal. So, und jetzt kann ich hier einblenden nochmal, welche Strecken, wo Patrouille gefahren wird, ne? Finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Also überhaupt, das ist sehr schön. Was mir sehr gut gefällt aktuell, wie gesagt, ist auch die Musik. Die finde ich sehr stimmig, die passt sehr gut. So, gehen wir mal auf den nächsten Schritt. Ich muss ein paar Sachen... er kommt gleich wieder, okay. Dann gucken wir uns in der Zeit ein bisschen um. Man kann sich auch hier so... Warte mal. Genau, wenn du die rechte Maustaste festhältst und so, dann kannst du dich auch so ein bisschen hier noch reinkippen. Ne? Man sieht auch... Drogenhandel wurde gemeldet. Okay. In Ihrem Bezirk wurde gerade ein Verbrechen begangen. Wenn das geschieht, taucht ein neues Symbol auf dem Bildschirm auf, das den Tatort und einige weitere Informationen anzeigt. Wollen wir uns auch mal reinzoomen. Die gelbe Linie drumherum zeigt Ihnen, wie viel Zeit noch bleibt, bis der Täter flieht. Ich denke mal, es wird dann diese sein, oder? Die Verbrechensart wird Ihnen als Symbol in der Mitte angezeigt. Drogenhandel, okay. Die benötigte Kompetenzstufe für das Verbrechen sehen Sie am oberen Rand. Klicken Sie auf Weiter, um den nächsten Schritt zu gelangen. Was, warte mal. Die benötigte Kompetenzstufe sehen am oberen Rand. Ist das dann hier die 12 oder was? Wenn sie den Tatort nicht im Bildschirm befindet, ja gut, klar, wenn ich jetzt hier bin, ne, zum Beispiel, finde ich ganz gut, dann siehst du, dass da oben, dass du dahin musst. Ne, finde ich echt cool gemacht. So. Klicken Sie wieder linken Maustaste, das Verbrechen zu berühren auf dem Bildschirm, Ausschnitt und den Tatort zu fokussieren. Gut, dann kann ich auch hier die Space-Taste drücken, ne? Wie Sie sehen, halten sich die Täter noch immer am Tatort auf. Unsere Polizisten müssen eingreifen, bevor sie fliehen können. Wenn Sie sich das Verbrechensymbol anschauen, sehen Sie die Stärke der Verbrecher und die Stärke der Polizeieinheiten. Momentan kümmert sich noch niemand um die Verbrecher, weshalb die Zahl auf 0 steht. Klicken Sie auf Weiter. Achso, okay. Das grüne Symbol da, ne? Mhm. Wenn Sie einen Mitarbeiter ausgewählt haben und die Maus über das Symbol bewegen, wird Ihnen die Stärke der ausgewählten Einheit angezeigt. Sie sehen, oder? Stärkeverhältnis. Ihre Mitarbeiter verfügen über 6 Kompetenzen, die verschiedenen eingesetzt werden. In dieser Verbrecherphase wird die Streifendienstkompetenz benötigt. Die einzelnen Kompetenzen werden Ihnen später noch genauer erklärt. Klicken Sie auf Weiter. Um die Geschwindigkeit der Erfolgschance gegen die Kriminellen zu steigern, können Sie ein Polizeiauto einsetzen. Die meisten Polizeiautos werden eine Kompetenz Ihrer Mitarbeiter auf. Wenn Sie in Reichweite sind, die Reichweite des Fahrzeugs wird angezeigt, wenn Sie das Fahrzeug ausgewählt haben. Die Art und der Wert des Kompetenzwertung sehen Sie neben dem Fahrzeugsymbol. Vor allem Aufwertungen profitieren Mitarbeiter haben ebenfalls einen Hinweis an Ihren Symbol. Klicken Sie auf Weiter. Aber genug geredet, finden und wählen Sie einige Polizeibeamten aus. Um den Verbrecher zu stellen, klicken Sie darauf, auf die rechte Maustaste, auf Sie oder auf den Tatort. Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, aber genug. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Sie, also auf die Polizisten, okay. Gut, ich wähle mal unsere Fahrzeugstaffel 1 aus. Müsste die jetzt anklicken. Was jetzt ein bisschen doof ist, vielleicht mache ich das auch falsch, müsste ich hier erstmal wieder zurückscrollen. Das würde ja im Notfall dann auch viel zu lange dauern eigentlich, ne? Gut, man könnte es auch in einer taktischen Ansicht machen. So, und ich würde jetzt... Ja, siehst du, jetzt habe ich es nämlich... Ich habe links geklickt und auch falsch, muss ich die nochmal auswählen. Wie kann ich helfen? Das ist irgendwie doof. Also die werden auch nicht ausgewählt, wenn ich die jetzt mit 1 anklicke, sondern man springt dann quasi nur dahin. Und das ist ja dann doch irgendwie komisch. Da war mein Tatort. So, ist also die rechte Taste. Nähern uns dem Verdächtigen. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. So, und der hat 1 und wir haben 6. Also sollte das jetzt kein Problem sein. Wir haben +5.
sieht man dann unten, also können sie den auf jeden Fall überwältigen, ne? Ich will die mal ab, dann sieht das, glaube ich, netter aus. Wenn die hier gleich angerauscht kommen. Mal so ein bisschen runter. Na, Jungs. Naja, später wird es dann sicherlich, wenn wir mehr Streifen haben, die dann auch hier in der Nähe sind, dass das nicht so ewig jetzt dauert. Hallo. Da kommen sie. Das war jetzt gerade nochmal die taktische Ansicht. Benötige dringend Verstärkung. Na, das ist jetzt Blödsinn. Okay. Der Fall ist abgeschlossen. Okay, da kommt hier die Kollegen und die bringen ihn dann direkt in Gewahrsam. Gefangen mit den Rest. Passt ja auf sie, wir verbrechen nicht auf Versuch. Also gibt es jetzt Rufpunkte für uns, ne? Die können wir am Tagesende in Bares umwenden. Okay. Gut, dann geht es hier weiter mit dem Personalmenü. Da können wir das Ganze dann die Leute aufwerten. Die haben ja jetzt hier Punkte bekommen. Und hier sieht man nochmal die einzelnen, was die halt bringen. Und ich gehe jetzt noch nicht so ganz drauf ein, das machen wir dann später nochmal. Ich würde sagen, hier Streifendienst macht auf jeden Fall Sinn, dass wir die Jungs hier erstmal ausbauen. Und sage, ich möchte hier noch einen Punkt dazu haben. Hier ist nochmal alles erklärt, das ist wirklich sehr schön gemacht im Tutorial. Und hier die Auszeichnung später, das wertet dann diejenigen auch nochmal auf, ne? So, gehen wir mal weiter zum nächsten Schritt. Da sind die Kompetenzstufen nochmal. Ja, okay, ich kann es mal kurz vorlesen. Kriminaltechnik nützlich für Untersuchungen am Tatort, Ermittlungsarbeit nützlich für Gespräche mit Augenzeugen, Eindämmung hilfreich bei der Auflösung von Unruhen und Spezialtaktiken hilfreich bei besonders gefährlichen Situationen wie Geiselnahme. Infiltration wird von verdeckten Mitnahmen benötigt. So, und beim Streifendienst könnte man vielleicht später nochmal dazu nehmen, gerade die Ermittlungsarbeit, ne? Wird dann vielleicht nochmal Sinn machen, wenn man sagt, okay, da kommt dann noch was dazu. Dann können die halt besser die Leute nochmal verhören, ne? So, und sein Kollege ist natürlich auch aufgestiegen und den gehen wir jetzt auch nochmal ein. So, und dann schicken wir die Jungs zurück auf ihre Streife. Okay, das war erstmal der erste Einblick. Gerne schon Kommentare drunter schreiben, vielleicht kennt ihr das Spiel ja schon. Und wie gesagt, 5 Folgen machen wir mal, ne? Ja, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt in den Plan mit einbaue, wann die kommen. Aber auf jeden Fall wird zeitnah auch die nächste Folge erscheinen. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.